euch und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrvlog von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit am Start seid. Ja, ich bin gerade mit der Mulde unterwegs, ne? Wie man nur unschwer erkennen kann. Vorne dran hängt wie gewohnt der Steuer. Und wir hatten ja die Problematik im vorletzten Fahrvlog, dass die Unterlenker vom Schlepper mit der Deichsel vom Hänger, von der Mulde kollidieren. Ne? Das ist natürlich scheiße, das wollte man nicht. Und die Frage ist, wie haben wir das Ganze jetzt gelöst? Ne? Ich hatte ja damals euch, die Community, unter anderem noch gefragt, ob ihr noch eine Idee hattet. Und da haben mir einige geschrieben, kommentiert auf YouTube, aber auch hier Privatnachricht, Instagram, Facebook, meine ich, haben auch ein paar geschrieben. Genau. Und zu 95% waren es eigentlich die gleichen Antworten. Ne? Was habe ich gemacht? Ich halte mal kurz an, dann kann ich es euch geschwind zeigen. Was habe ich gemacht? So. Schauen wir uns das Ganze kurz an. Parksperre ist drin, jawohl. Also wirklich 95% oder mehr haben die gleiche Antwort gegeben oder ähnliche. Ich habe jetzt hier Folgendes gemacht, und zwar habe ich den Bolzen rausgenommen, also den Bolzen umgesteckt, besser gesagt, ne? Der war ja vorher hier gesteckt, also in dem Loch hier, in dem Unterlenker gesteckt, und jetzt haben wir den Bolzen nicht durch den Unterlenker gesteckt, sondern den Unterlenker auf den Bolzen aufgelegt und von hinten nochmal Bolzen durchgesteckt, ja? Damit der nicht verrutschen kann. Die Strebe ist jetzt fest, kann nirgendwo hin, und wir gewinnen dadurch an Höhe. Ne? Ich habe es ausgemessen, ich habe erst in Fahrtrichtung links die Seite hoch gemacht, in Fahrtrichtung rechts hatte ich es gelassen, und dann habe ich vom Boden aus den Unterschied gemessen mit einem Meter. Also wir haben dadurch jetzt eine Höhe vom Boden aus gemessen mit dem Meter, 104 cm, also 1,04 Meter, und zuvor hatten wir 93 cm. Ne? Also haben wir dadurch 11 cm an Höhe vom Boden aus gemessen, an Höhe gewonnen. Ne? Einwandfrei, super leichte Lösung, hätte man auch selbst drauf kommen können, aber so ist es im Leben, man lernt nie aus, Leute. Und da ist ja auch schön, dass man so sich untereinander austauschen kann. Da sieht man mal, für was die Community alles gut ist, und dadurch, durch die simple Aktion, haben wir jetzt eben 11 cm an Höhe dazu gewonnen. So schaut's aus. Ja, es gab dann auch noch andere Vorschläge, dass man hier beispielsweise einen Bolzen durchsteckt und dann das Ganze miteinander arretiert, ja. Also, und dann kamen auch Leute, die gesagt haben, nimm eine Kugel, tu da ein Flacheisen drauf schweißen und verstrebt es hier mit der Strebe. Aber ja, ne, wenn es so einfach geht, dann brauchen wir es ja auch nicht kompliziert machen. Ich danke auf jeden Fall für die zahlreichen Kommentare und Nachrichten. Und ich würde sagen, wir haben das Ganze jetzt hier weitestgehend gelöst, das Problem. Ja? Ich muss jetzt hier erstmal noch ein paar Stunden fahren, dann können wir wirklich schauen, ob das alles so passt. Aber auf jeden Fall ist es mal besser wie zuvor. Ne? Hier kann man ganz gut erkennen, dass wir vorher an der Platte hier hängen geblieben sind, wenn wir irgendwo im Feldweg reingefahren sind, wenn es ein bisschen bergauf ging. Und da haben wir jetzt ausreichend Luft. Jetzt wird es hier oben zwar eng zur Adapterplatte, aber ich stehe jetzt vorne schon ziemlich steil. Auf Kamera kann man es wahrscheinlich nicht erkennen, aber der Winkel ist auf jeden Fall ziemlich steil hier. Und wir haben jetzt hier noch gut, ja, knapp 5 cm, also allzu viel ist nicht, man muss auch noch aufpassen. Aber an der Platte bleiben wir schon mal nicht mehr hängen. Und hier ist es auf jeden Fall mal besser. Vielleicht kann man so ein bisschen erkennen, dass er hier am Berg steht. Oder beziehungsweise am Hügel. Der Berg ist das da hinten. Genau. Also, von der einen Platte sind wir mal weg. Von der vorderen Platte sind wir mal weg. Aber aufpassen muss man dennoch, ne? Weil sonst bleiben wir hinten dran hängen.
aber viel höher kommen wir dann wirklich nicht mehr mit den Unterlenkern. Und ja, wenn wir jetzt noch höher kommen würden mit den Oberlenkern, egal wie, hätten wir wieder das Problem, dass wir hier an der Hydraulikleitung und an der Luftschläuche hängen bleiben würden. Ne? Das wollen wir auch wiederum nicht. Und ja, ich denke, so ist das auf jeden Fall mal die beste Lösung, weil, wie gesagt, ich habe jetzt hier einen ordentlichen Absatz. Man kann es auf der Kamera echt nicht erkennen, ne? Aber der Bulldog steht so gefühlt, ja. Und wir kommen zwar näher zur Deichsel hin, aber wir haben immer noch Platz, ja. Aufpassen muss man trotzdem noch, aber ich denke, so ist das jetzt mal die schnellste Lösung, die einfachste. Und so müssen wir zukünftig die Unterlenker nicht wegbauen, ne? Also das Ganze wird sich jetzt in Zukunft noch zeigen. Aber ich glaube, so kann man sie dran lassen, ja. Genau, ja, sieht gut aus. Ne? Wie gesagt, also wir sind immer noch nah an der Deichsel, aber ich denke, das ist jetzt einfach so, bauartbedingt. Aber es ist schon mal besser wie zuvor, ne? Ich danke für eure Tipps und Tricks, ne? Sehen wir mal, haben wir gemeinsam das Problem gelöst bekommen. Erstmal. Und der Rest wird sich zukünftig zeigen, ja? Zur Not muss man halt doch beigehen und sagen, man baut sie weg. Aber ich denke, so kann man das erstmal lassen, weil das ist doch ärgerlich, wenn man jetzt wegen zwei, drei Fahrten, ne, hier jedes Mal die Unterlenker wegbauen muss, ne? Aber so passt es. Genau, so schaut's aus. Ja, die Mulde habe ich noch vermessen. Klar, ich weiß, wie lang meine Mulde ist im Gesamtmaß, aber ich habe die, ja, ich steige ab, ich kann es euch dann besser erklären, ne? So, also, die Mulde habe ich nochmal vermessen. Klar sind mir die Maße bekannt, ne? Gesamtlänge, Gesamtbreite, die sind mir schon bekannt, aber ich habe jetzt hier noch die Seitenteile gemessen, einzeln bis zur Verstrebung in der Länge und nochmals in der Höhe. Ja, weil ich habe jetzt hier eine Werbefirma beauftragt, die mir ein Firmenlogo designt, und da möchte ich die Mulde zukünftig bekleben lassen. Ich will auch noch andere Maschinen bekleben lassen, aber ich wollte jetzt hier mit der Mulde erstmal anfangen, und deswegen habe ich hier die Maße rausgemessen, damit ich die hier an die Werbefirma weiterleiten kann. Also man sieht es hier auch auf den ersten Blick, ne? Dass die jetzt höher sind. Und das wollen wir hier in Zukunft vermeiden. Und die Platte sieht bisher noch gut aus, ne? Schauen wir mal, wie es in Zukunft weitergeht. Viele hatten auch gefragt, warum ich die Unterlenker. Viele hatten auch gefragt. So, jetzt kann man mich vielleicht besser verstehen, genau. Viele hatten mich auch gefragt, zum dritten Mal, warum ich die Unterlenker während der Fahrt nicht einfach permanent unten habe. Ja? Selbst wenn ich die Unterlenker komplett unten habe, muss ich noch aufpassen, ja? Weil wenn ich dann wieder durch den Dreck fahre oder irgendwo ja, unwegsamen Gelände, muss ich aufpassen, dass die Unterlenker mir nicht permanent auf dem Boden bzw. im Dreck schleifen. Ne? Also ist auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Natürlich lieber im Dreck schleifen wie irgendwo am Material an der Deichsel. Ja? Aber ist ja so auch keine feine Sache. Deswegen, wie es sich gehört, entweder ganz nach oben, so dass man eben hier genug Luft, genug Raum bekommt, dass man hier problemlos schaffen kann. Oder wenn das nicht ausreicht, eben die Unterlenker wegbauen. Ne? Da wisst ihr erstmal Bescheid. An der Scheune hat sich auch was getan die Tage. Genau, vergangene Woche waren wir da zu Gange. Die Bäume sind jetzt alle umgemacht. Gut, es wird jetzt dunkel. Da werde ich es euch wahrscheinlich nicht mehr zeigen. Aber ich hoffe, dass ich dann morgen zum Film komme. Dann kann ich es euch zeigen hinter der Scheune, was sich getan hat. Und vor der Scheune hat sich auch was getan. Und der 633 ist ja eigentlich schon wieder zusammengebaut. Ne? Es sind jetzt nur noch Kleinigkeiten. Zusammengeschoben ist er, die Elektrik haben wir verkabelt. Was fehlt jetzt noch? Die Seitenteile haben wir dort, den Dieseltank haben wir gestern raufgebaut. Genau, später wollen wir Diesel neu machen. Das Hydrauliköl wollen wir jetzt noch wechseln, da wir die Hydraulikpumpe getauscht hatten. Die war fertig, ja. Und das Hydrauliköl sah auch nicht so gut aus und deswegen kommt da jetzt neues Öl rein. Genau, im Verbund mit der neuen Hydraulikpumpe.
Und da wollen wir das ganze System einmal durchspülen. Und dann nach 5-6 Betriebsstunden wird das Hydrauliköl wieder gewechselt, dass wir hier wirklich ein sauberes System haben, beziehungsweise kein Dreck mehr im System, sauberes Öl. Servula und grüß Gott. Wir haben mittlerweile den 17.02. Hatte ich gestern das Datum erwähnt, wo ich gefilmt hatte? Keine Ahnung. Also gestern war der 16.02., heute 17. Heute haben wir einen Freitag. Tiff hier mit am Start. Hier habe ich ein bisschen Equipment mit dabei, ne? PSA. Dann die zwei Kettensäge von Stihl MS 170 und die 261, ne? Übliche Zubehör, was man eben so braucht, wenn man ein wenig was sägen will, ja. Und das Wetter heute ist ziemlich windig, ja. Es ist mild, wir haben knapp 10 Grad, aber es ist windig. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen auf den Aufnahmen hier. Und ich befinde mich jetzt hinter der Scheune und schwenke hier einmal für euch rum. Ja, es sieht nach wie vor noch aus wie im Saustall, aber das wird sich zeitnah ändern. Das ist ja das Ziel von der ganzen Geschichte, ja. Den kompletten Platz hier einmal überarbeiten, umgestalten, damit wir hier Stellfläche schaffen. Und Schritt für Schritt kommen wir hier unserem Ziel näher, ne? Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Material, was ich gleich auf Meterstücke aufsägen werde. Und hier haben wir das Reisig separat gesetzt. Das wird dann wahrscheinlich zukünftig gehäckselt. Da kommt ein Kollege mit dem Hacker und der wird dann hier das ganze Reisig, auch das Reisig dort hinten durchlassen. Ne? Das Ganze muss ich jetzt nochmal absprechen, aber es wäre von Vorteil. Ne? Ich meine, er hackt gut davon, wenn er sich das häckselt. Wenn er gerade eh in der Nähe ist, dann kann er mal anhalten, das Ganze durchlassen. Ist ja gleich erledigt. Und ja, ich müsste wegfahren. Ne? Genau. Also ihr seht, es hat sich was getan. Und wenn dann hier der Platz aufgeräumt ist, ja, dann Schritt für Schritt geht es weiter. Ne? Dann geht es auch zeitnah an die Zelthalle, dass wir die aufbauen können. Die Zelthalle liegt ja aktuell noch drüben auf dem Hänger mit drauf. Jo, und ich werde mich gleich dann mit der Säge hier verweilen, werde das Holz noch fix aufsägen und aufsetzen. Kollege kommt später noch. Bei dem steht ja aktuell noch der 633 in der Werkstatt. Ja, haben wir gestern Abend Probe laufen lassen. Der erste Startversuch nach unserer Reparatur ist gut angesprungen, läuft, ja. Und kann ich euch gerne mal eine Aufnahme einblenden. Gestern mit dem Handy kurz gemacht, die kann ich euch einblenden, genau. Und wir sehen uns dann im Anschluss wieder. Leute, wir haben heute den 18.02., der Samstag, 18 Uhr, es wird langsam dunkel. Ja, wir waren heute den Tag über beim Kunden, haben da Gehöllschnitt durchgeführt. Ja, da waren wir zu zweit unterwegs, waren erfolgreich und jetzt bin ich hier an der Scheune. Wie ihr ganz gut sehen könnt, hier, das Häusel ist platziert, ist noch nicht endgültig, aber steht vor der Scheune Schritt für Schritt, ne? Und hier oberhalb ist ja der Acker, wo ich dieses Jahr unter anderem die Kartoffeln anbauen möchte. Einwandfrei, ne? Kann man sich hier bedienen. Oben kann man zuschauen und den Bestand begutachten. Ne? Kann man gucken, wie die Kartoffeln wachsen und gedeihen. In dem Häusel soll es ja nicht nur Kartoffeln geben, sondern auch andere Produkte. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was in diesem Häuschen eurer Meinung nach nicht fehlen darf. Ne? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, vom Wetter heute, es ist immer noch ziemlich windig. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut verstehen. Es ist ziemlich windig, aber dafür, dass heute relativ viel Regen gemeldet war, war es trocken. Ne? Ab und zu hat es mal ein bisschen getröpfelt, ein bisschen genieselt, aber sonst, ne, haben wir die Arbeit gut verrichten können. Hier hinten sieht es gerade immer noch aus wie Kraut und Rübe. Gestern habe ich ja noch fix das Holz zusammengesägt. Und hier stand zuvor der Birnenbaum, den haben wir auch weggemacht, mit der Seilwinde rausgezogen, samt Wurzelballen. Und dann haben wir jetzt hier auch keinen Baum mehr, der stört. Der war eh komisch gewachsen. Die Birnen, die waren zwar lecker, ja, aber wir haben noch so viele weitere Obstbäume draußen, Streuobstwiese und hier und da auch immer mal wieder am Feldrand noch ein Baum stehen.
Die tragen gut, ja, da gibt es genug Obst, das reicht über. Und hier hinter der Scheune, erstens war er das schön gewachsen und zweitens ja, war er oftmals im Weg, das ist einfach die Sache. Und wenn ich mir den Platz jetzt hier hinten so anschaue, sieht das Ganze schon viel freundlicher aus. Natürlich immer noch wie Kraut und Rübe, aber Schritt für Schritt, ne? Wir kommen dem Ziel näher. Und hier hinten in der Scheune kann man es noch erkennen, der 633 ist jetzt mit am Start, haben wir gestern noch geholt beim Kollegen drüben. Und die Motorhaube ist jetzt noch nicht drauf. Ja, ich möchte dem Ganzen hier noch ein bisschen Liebe schenken. Ich möchte hier den Motorraum noch putzen, weil der ziemlich verschmutzt ist. Der ganze Schmutz der letzten Jahre. Hier und da hat er ein bisschen Öl rausgesifft, aber da wurden Dichtungen getauscht. Ja, was jetzt letztendlich alles gemacht wurde am 633, das erzähle ich euch dann in Ruhe im nächsten Farmvlog. Ja, warum im nächsten Farmvlog? Ganz einfach. Ich lasse es jetzt ausklingen für heute, trinke jetzt noch gemütlich mein Bier und dann ist auch für mich Wochenende, ne? Dann ist auch für mich Wochenende und ich schaue, ob ich eventuell heute Abend das Video noch für euch schnell fertig schneide. Was heißt schnell? So schnell ist dann auch nicht, ne? Vergeht auch die Zeit und wir kümmern uns dann ganz in Ruhe im nächsten Farmvlog um den 633 und werden ihn dann auch gemeinsam laufen lassen. Also Leute, ich danke mal wieder fürs Zusehen, ne? Habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, egal, doppelt hält besser. Und dann sehen wir uns zum nächsten Vlog wieder, gell? Schaut gerne mal auf Insta vorbei, unten in der Infobox findet ihr den Link zu meinem Account. Außerdem habe ich noch Facebook, ne? Was gibt's noch? Dann mein Online-Shop, wobei der momentan out of order ist, also der ist nicht in Betrieb. Zumindest nicht so wie es sein sollte. Und ich gebe euch aber Bescheid, wenn der hier wieder aktiv ist, gell? Und ihr wieder Merchandise bestellen könnt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.